B. Wieso bist du inaktiv, oder? B. Wäre jetzt natürlich dann eine Überlegung für die nächste Investition ein größerer Drescher. Gut, dann hätten wir aber jetzt nicht den Spader kaufen müssen. Stimmt. Aber dabei geht's ja. Ich finde es nicht so unterschiedlich. Ich dauert es ein bisschen länger, aber es ist nicht so, dass. Ich glaube, da sollte man noch ein paar Felder. Ich sage, solange die Felder nicht schneller fertig sind als er, also brauchen wir eigentlich keinen größeren. Und dann steht ja der Betrieb so nicht. Ja, stimmt. Solange du fangen kann, wäre es halt natürlich am geilsten. Also wenn das eine gleich fertig ist, also gleich aufs nächste und so weiter, aufs nächste, 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 nächste. Kommen wir gleich.
Und wie viele Bahnen legst du zusammen? Drei. Drei kann er, genau. Das Ganze ein bisschen einfacher. Oh. Machen wir eine Spur. Nilla. Heute, wo fahre ich denn hin? Ich wollte mit dem Strolz zur Mühle fahren. Ist ein bisschen strecken, das Mehl. Geht schon raus, oder? Im Feld. Ich würde sagen, als nächsten Mähdrescher kaufen wir uns dann gleich schon ein großes Gerät, oder? Ja, einen ordentlichen gleich. Exion oder sowas. Du hast dann um 400, 500.000 gleich. Keine Ahnung, was jetzt. Von Lexion, das ist schon der größte. Das ist der größte. 189. War der Glas, ja. 150 bis 180. Ja, es sind zweimal Solarspalen verkaufen.
Dann würde ich mal sowieso behalten. Ja. Und zwar. Oh. Bringt nichts. Stellen wir dann irgendwo in unserem Museum. Und klein könnte man ja theoretisch in Mais bei der Werk dazu kaufen. Und dann nochmal kleinen Mais anfangen irgendwann. Aber Maß braucht man echt aber nicht, was man. Irgendwann dann. Weiß jetzt gar nicht, was für Produktionen. Und Sonnenblumen. Könnte man dann in Ölproduktion. Genau, Öl. Das war recht lukrativ. Ja, Maß so kann man nicht Öl machen, oder? Man Also, könnte man Maß nö. auch. Nein, meist nicht Sonnenblume dann, aber ist glaube ich das gleiche Schneidewerk, oder? Naja, aber du meist gesagt hast das ja. Na, sorry, Sonnenblumen meinte ich. Das können wir dann noch geben, wenn wir einen Häcksler haben, mal. Sonnenblumen ist aber glaube ich die Einzelkorn-Seetechnik, gell? Die Maschine bräuchte man dann auch eine andere. So. Auch gleich. Ja, da geht was weiter heute. Also, jetzt wird es immer besser. Das sehe ich gerade ausgegangen.
Okay, jetzt kann man das Feld dann auch gleich wieder ansehen. Wir sollten uns überlegen, ob wir nicht jetzt für die Getreidemühle immer eine Sorte. Genau. Bis auf Anzahl. Bis auf das Kleine. Genau, das Kleine am 55er. Genau, das machen wir immer Weizen. Den Rest können wir immer was anderes machen. Weil dann können wir die Bäckerei auch variabel füllen. Die Mühle. Die Mühle, ja. Bin ich gespannt, was die abwirft. Ohne. Was tust du da jetzt abernten? Hafer. Aber die dreht sich sogar wirklich. Ja, cool. Ah, dreht sie sich? Weil vorhin hat sie sich nicht gedreht. Ah ja. Boah, das ist ein geiles Feature. Ich glaube, ich weiß, was ich dorthin bauen werde. Bei meinen dann noch. Aber sowas ist geil, das schaut nett aus, sag ich mal. Und bringt was. Und jetzt haben wir eigentlich mehr Hafer, dann könnte man Gerste anbauen. Das ist ein Durchgang und dann Weizen. Dann wieder Hafer. Alles mal durch, was für die Bäckerei, also für die. Ich weiß nicht, Hirse würde ich halt lassen. Ja, Hirse nicht? Naja, wegen Stroh. Stimmt. Da hast du recht. Man, außer wir sind dann so voll, was irgendwann mit dem Getreide, dass wir sagen, okay, wir machen einen Durchgang. Will ich jetzt nur hier sein. Weil die Mühle voll ist mit dem anderen Zeug. Ja. Würde ich sagen, irgendwann werden wir eine zweite auch hinbauen oder so. Ja, sicher. Oder ist direkt ein Vergleich vielleicht diese andere, oder wir bleiben bei den Mühlen, ich weiß nicht. So, Ballenmaschine habe ich gestartet auch jetzt. Jo.
Auf. Nord jetzt Bild. Gestern hat sich auch ganz schön träumt, hat's mich wach, Bild, Alter. Das ist cool. Du hörst die Penny fast nie bellen, ja? Mhm. Bellt einfach nicht. Aber im Schlaf, da träumt sie irgendwas, da bellt sie immer so ein bisschen so. Nicht laut oder so, aber immer so ein bisschen. Gut, das wird Alex nichts hören. Ich habe die Ballmaschine jetzt aber nicht auf Null gestellt, ja. Allerhand. Das heißt, wir müssen es dann händisch zählen. Ist ja wurscht eigentlich, oder? Wir haben ja jetzt nicht mehr Gas dazu bekommen. Und wie viel waren es beim letzten Mal? Das kann man noch nachschauen. Kann man ja nicht, was du jetzt schon eingeschalten hast. Ja, da zähle ich einfach die Bälle, die du rausgebracht hast, weg. Dann muss noch gehen. Das ist ja eh wurscht. Ist ja eh wurscht. Wahnsinn. Das geht auf jeden Fall mehr als eine Million Stroh ran. Wie meinst du? In der Silo. Schade, dass man da keine prozentuelle Anzeige auch hat. Könnte man es dann eh schon produzieren lassen eigentlich, oder? Silage, oder was? Hm. Ich dachte, du wirst das ganz voll werden lassen. Na gut, das können wir dann irgendwann anders auch noch machen. Schalte dich dann ein beim nächsten Mal. Ich fahre jetzt hin. Jo. So das Restliche noch holen und dann komme ich hier wieder in die Küche. Und dann haben wir halt auch wirklich, wenn wirklich tatsächlich irgendwann mal ein Angebot kommt, wirklich was auf der Kante. Ja, du hast recht. Wie gesagt, da sind ja jetzt schon fast 100.000 drin. Euro meinst du? Hm? Du wollen wir nicht direkt verkaufen, oder? Nein, ich würde das wirklich als Speicher lassen. Wenn man so wie Silage, was eben der 3,45 oder so ist, dann. Mhm. Ob man das auch in den normalen Wegen abfüllen kann? Am Rudolf kannst du es. Okay. Ach so. Also, okay, habe ich jetzt nicht geschaut. Stroh habe ich nur geschaut. Müsstest du schauen. Oh ja, ich habe ja schon Silage verkauft. Oh ja, geht. Ah, okay.
Für sowas wäre halt zum Beispiel ein dritter dann auch irgendwann mal super. Oder gleich ein großer. Oder gleich ein großer, ja. Aber vielleicht auch welche, die du zusammenhängen kannst. Wobei ein großer ersetzt eh zwei, drei kleine. Aber kleine, ja. Ich denke, dann können wir dann auch auf LKWs umsteigen, wenn wir größer sind. Mhm. Wie gesagt, ich würde eben so ein paar Grundflächen kaufen, Felder drauf machen, dann langsam beginnen Straßen zu machen, dass wir dann auch mit Auto drauf spielen können. Mhm. Das uns zu vereinfachen. Ja. Also, dass wir wirklich das so langsam jetzt bis zu die Produktion rüber verbinden. Mhm. Und die Felder bis dorthin machen, weil dann kann man auch die Straßen machen. Und du wolltest ja auch irgendwann das 56er kaufen. Da kann man dann wirklich auch erweitern bis zum Weg nach vor. Die Felder. Weiß nicht, was 56 ist, aber ich sag jetzt mal ja. Händler. Nee, 56, 57, 47, 58. Mhm. Das Hektar. Genau, und da kann man wirklich bis zum Weg die Felder vorverlängern dann. Ja, ja, jetzt warte ich, was man ist. Weg. Genau. Dann kann man auch schon eine Hauptstraße runterziehen einmal. Für die Stelle. Wobei die Straße, die schaut cool aus, die würde ich ehrlich fast lassen, diese Naturstraße. Aber das ist halt zu eng. Zu eng? Okay. Naja, wenn zwei entgegenkommen. Ich glaube, das geht sich aus. Mein Bresche und Traktor glaube ich nicht, aber zwei Traktoren müssten sich ausgehen. Aber ja, können wir breiter machen. Ja, ist okay. Muss lassen. Nein, passt. Können wir schon. Können wir gerne. So, was dem ein viel Verkehr dann ist. Ja, stimmt. LKWs und sowas dann. Sowas haben wir gesagt, bauen wir jetzt an. Na, jetzt haben wir Hafer, irgendwas anderes. Nur kein Hafer halt. Gerste? Hör mal. Mir ist wurscht. Bin offen für alles. Ich schau, ob das die Bäckerei kann. Gerste, ja. Ja, Gerste, Weizen, Hirse und Hafer. Dun 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 dun